2. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Vom langen Winter von Heinrich Bröhle. Ein kluger Mann hatte eine dämliche Frau. Der kaufte einen Ochsen und trug er auf, während er im Sommer und Herbst auf Reisen gehen musste, ihn fett zu füttern für den langen Winter. So oft er einmal nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau: Weib, denke an den langen Winter. Füttere mir den Ochsen recht, damit er etwas Festes vorfindet, wenn er kommt, und greife mir das Geld nicht an, das ich hier in den Schubkasten lege, denn das ist auch für den langen Winter. Und so geht er dann wieder in seinen Geschäften auf Reisen. Wie der kluge Mann fort ist, da kommt an einem schönen Tage im Herbst einmal ein Fleischer zu der Frau und fragt, ob sie keinen Ochsen zu verkaufen hätte. Die Frau schaut ihn an und sieht, dass er sehr lang und groß ist und fragt, wer er denn sei. Ich bin der Fleischermeister Winter, antwortet er. Für mich wird gar mancher Ochse fett gemacht. Also der lange Winter, ruft die Frau aus und sagt, ja, wenn er der lange Winter wäre, da hätte sie auch einen Ochsen für ihn. Er möge nur mit in den Stall kommen. Sie wollen ihm das Tier sogleich übergeben. Sie gehen also miteinander in den Ochsenstall und der lange Winter klopft den Ochsen so recht wohlgefällig auf sein braunes Fell und sagt, das wäre doch einmal was für ihn. So etwas von Ochsen wäre schon lang nicht für ihn gemästet worden. Da wird die Frau ganz gerührt, dass der lange Winter mit dem Ochsen so zufrieden ist und sagt, ach, lieber Herr Winter, wenn ihr wüsstet, wie oft ich an euch gedacht habe, so oft mein Mann fort war. Den ganzen Tag habe ich den Ochsen gepflegt und gewartet, damit ihr ein gutes Stück Fleisch findet, wenn ihr kämet. Mein Mann sagte mir aber auch jedes Mal, wenn er hier war, Frau, denke an den langen Winter. Oh, der hält große Stücke auf euch, das könnt ihr mir glauben. Der lange Winter kneipte die Frau ein wenig in die Wangen und sie wurde in ihrem Herzen ganz glücklich darüber, von einem solchen Manne so geehrt zu werden. Da glaubte der Fleischer, jetzt sei der Augenblick gekommen, wo er mit der Frau über den Preis abschließen müsse. Er bot ihr wenig genug, weil er sie so gut gelaunt sah, aber die Frau sagte, was denkt ihr von uns? Das ist mir und meinem Mann an der Wiege nicht gesungen, dass wir Ochsen für Geld fett machen sollen. Das tun wir nur aus Liebe. Ja, ja, aus Liebe für euch, Herr Winter, haben wir den Ochsen fett gemacht. Wir haben auch das Geld für euch gespart. Kommt herein in die Stube, in der Schublade, da liegt es. Es werden so nach und nach 50 Taler geworden sein. Der Fleischermeister staunte, ließ sich aber den Ochsen gefallen und folgte der Frau in die Stube, auch die 50 Taler in die Tasche zu stecken. Wie sie in die Stube kamen, sagte die Frau, Herr Winter, ihr seid doch wirklich sehr lange. Ich bitte, stellt euch einmal da an die Tür, damit ich euch ordentlich messen kann. Der große Fleischermeister stellte sich auch richtig an die Tür. Die Frau aber nahm etwas Kreide, stieg auf einen Stuhl und machte einen Strich über seinem Kopfe an die Wand. Dann klatschte sie in die Hände und sprach, es ist mir lieb, dass ich euch gemessen habe. Es wird immer so viel vom langen Winter gesprochen. Und wenn nun wieder die Rede auf ihn kommt, so kann ich doch auch mitsprechen und sagen, so und so lang ist er. Oh, den kenne ich recht gut. Nun musste sich der lange Winter in den Lehnstuhl setzen. Die Frau eilte in die Küche, knickte Holz und machte ihm einen Kaffee. Den trinken sie miteinander aus und die Frau ist sehr vergnügt, dass sie nur noch sagen kann, der lange Winter hat einmal mit ihr Kaffee getrunken. Darauf zählt sie ihm die 50 Taler vor, die steckt er in die Tasche. Nun hilft sie ihm auch noch den Ochsen von der Krippe lösen und sieht dem langen Winter eine Zeit nach, wie er so wohlgemut mit ihrem Ochsen und ihrem Gelde dahinzieht. Bald darauf kam eine andere Frau zu ihr, der sollte sie etwas abkaufen. Das sagte sie ganz schnippisch. Ich habe jetzt kein Geld. Wenn man Bekanntschaft hat mit dem langen Winter wie mein Mann und ich, so kann man sein Geld besser gebrauchen. Das war nun alles recht gut. Als aber der kluge Mann nach Hause kam und die Frau ihm mit der Botschaft entgegensprang, dass der lange Winter da gewesen sei und dass sie ihm den Ochsen und das Geld geschenkt habe, da war er sehr unglücklich, denn er sah alle seine Hoffnungen, den Winter hindurch mit seiner Frau zu bestehen, auf einmal gescheitert. Er sagte zu ihr, »Von jetzt an sind wir geschieden. Ich will nichts mehr mit dir zu schaffen haben.« Und so lange gehen, bis ich einen dümmeren Menschen antreffe, als du es bist. Habe ich den gefunden, so komme ich wieder zu dir. Bis dahin aber leb wohl. Er macht sich also wieder auf den Weg und geht eine ganze Strecke weit, findet aber nirgends einen dümmeren Menschen als seine Frau. Endlich bläst der Wind schon ganz winterlich über Stoppelfeld. Da kommt eine Frau Amtmännin auf einem Schimmel dahergeritten. Da bleibt er stehen und sieht fortwährend gen Himmel. Nun ist eine Frau Amtmännin noch neugierig, so gut wie eine Taglöhnerfrau, und will wissen, was in der Welt vorgeht. Darum hält die Dame ihren Schimmel an und fragt, was er denn da mache und warum er fortwährend gen Himmel sehe. Er aber winkt ihr, sie soll nur ruhig sein. Er sei soeben vom Himmel gefallen und müsse das Loch in Acht nehmen, wo er herausgefallen sei, damit er wieder hinein könne, denn hier auf der Erde könne er doch nicht bleiben, das sei nichts für ihn.
wie erst einmal im Himmel gewesen sei, dem komme es hier zu Ledern für. Wie die Frau Amtmännin das hört, fragt sie sogleich, wenn er aus dem Himmel sei, ob er dann ihren Sohn nicht kenne, der vor 2 Jahren gestorben wäre. Ja, sagt er, den kenne er wohl, dem ginge es oben schlecht, denn weil er vom Lande sei und mit der Wirtschaft Bescheid wüsste, so müsse er oben Futter schneiden. Darüber fängt die Frau Amtmännin gewaltig an zu lamentieren, dass ein Amtmannssohn im Himmel Futter schneiden müsse. Sie sagt, das hätte sie nicht gedacht. Ob sie ihrem Sohne denn wohl nicht mit etwas Geld unter die Arme greifen könne. Sie hätte hier einen Beutel mit 1000 Talern. Den sollte sie von ihrem Manne, dem Stiefsohne, bringen, der fortwährend in großer Geldverlegenheit sei. Wenn sie aber wüsste, dass ihrem verstorbenen Sohne damit geholfen werden könne, so würde sie ihm auf der Stelle den Beutel in den Himmel schicken. Denn er sei doch von ihrem eigenen Fleisch und Blut, und ihr Stiefsohn könne warten. Der kluge Mann sagte, das Geld wolle er schon besorgen, es sehe ein Sohn im Himmel alle Tage. Die Frau gibt ihm also den Beutel. Er sagt, da er nun einmal auf der Erde sei, so wolle er doch hier auch seine Verwandten einmal besuchen. Das Loch im Himmel, woraus er gefallen sei, hätte er sich genau gemerkt. Und darauf könne sie sich verlassen. Morgen um diese Zeit habe ihr Sohn im Himmel schon das Geld in Händen. Und damit ging er seiner Wege. Die Frau aber reitet nach Hause und verkündigt dem Manne hocherfreut, dass sie Gelegenheit nach dem Himmel gefunden und dem rechten Sohne die 1000 Taler mitgeschickt hat. Was will der Amtmann tun? Er besteigt zugleich den Schimmel, um den zu verfolgen, der seiner Frau die 1000 Taler abgeschwatzt hat. Und weil er ein sehr praktischer Mann gewesen ist und gern zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat, so steckt er von 9000 Taler ein. Die will er bei der Gelegenheit seinem noch lebenden Sohne überbringen. Wie der kluge Mann den Schimmel wieder ankommen sieht, versteckt er seinen Beutel mit den 1000 Talern vor der Hecke und geht ganz langsam. Als der Amtmann bei ihm ist, fragt er, ob er hier niemand so recht gefährlich laufen sehen. Es habe hier einer seiner Frau 1000 Taler abgenommen. Der müsse hier wohl an ihm vorbeigerannt sein. Oh ja, sagt der kluge Mann, es sei jemand dahergerannt, als ob der Jäger hinter ihm wäre. Und wie er den Schimmel gesehen, da sei er mit seinem Schatze durch die Dornenhecke dort gesprungen. Und dahinter müsse er sich wohl versteckt halten. Da dankt ihm der Amtmann vielmals, dass er ihm so gute Auskunft gegeben hat und sagt, jetzt will ich den Halunken schon fassen. Er steigt von seinem Schimmel herunter, bittet den klugen Mann, ihm den Schimmel ein wenig zu halten und klemmt seinen dicken Amtmannsbauch mühsam durch die Dornenhecke hindurch. Wie mit ganz zerfetztem Rocke endlich hindurch ist und auf jener Seite der Dornenhecke den Spitzbuben sucht, holt der kluge Mann den Beutel mit den 1000 Talern wieder hervor, die er versteckt hat, und tut's zu den 9000 Talern, die der Amtmann seinem Sohne herbringen wollen und die er im Mantelsacke hat stecken lassen. Darauf besteigt er den Schimmel, jagt heim zu seiner Frau und verkündigt ihr, dass er einen Amtmann und eine Amtmännin gefunden hat, die noch dümmer seien als sie. An dem Tage, wie er zurückkam, fiel der erste Schnee in diesem Jahre, und als nun der rechte lange Winter kam, da fand er mehr, als der unrechte Winter gefunden hatte. Und der kluge Mann lebte an den langen Winterabenden recht vergnügt mit seiner dämlichen Frau. Der Amtmann aber, wie er an jenem Tage zu seiner Frau kam, sprach zu ihr, »Frau, nun habe ich unserem Sohn die anderen 1000 Taler auch noch mitgegeben, und auch den Schimmel, damit er doch oben auch reiten kann wie die anderen Engel, für welche er Futter schneiden muss.« Das war die Amtmännin wohl gar zufrieden, denn sie meinte, er schicke sich nicht für einen Engel, der ein Amtmannssohn gewesen sei, dass er im Himmel zu Fuß gehe. Ende von Vom langen Winter von Heinrich Brühle.